dass zwischen den beiden eine ganz bestimmte Chemie herrscht. Chemie herrscht? Scheiße. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Dark Wild Night, weil du der Einzige bist, von Christina Lauren. Das ist der dritte Teil dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenbezeichnung dafür ist. Wartet mal, steht das hier vorne nicht immer mit? Nee. Steht hier leider nicht mit drin, aber der erste Teil heißt Sweet Filthy Boy und der zweite Dirty Rowdy Thing. Also ziemlich komplizierte Bezeichnung für die Bücher. Auf jeden Fall ist das hier der dritte Teil dieser Reihe. Man kann ihn unabhängig von den anderen beiden Teilen auf jeden Fall mitlesen. Also es ist absolut nicht schlimm, wenn man jetzt die ersten beiden Teile nicht gelesen hat. Denn es geht hier ganz typisch, wie es in diesen Liebesromanreihen auch immer ist, in jedem Buch um ein anderes Pärchen. Ich komme erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Lola und Oliver und die beiden sind nun schon seit einiger Zeit befreundet. Als die beiden sich kennengelernt haben, war das eine ziemlich prekäre Situation, denn es war in Las Vegas, sie waren ziemlich betrunken und sie haben geheiratet. Haben sich dann aber auch gleich den nächsten Tag scheiden lassen, also die Ehe annullieren lassen wieder und sind seitdem aber beste Freunde. Also sie haben sich dann mit der Zeit kennengelernt und den Kontakt zueinander nicht verloren und haben halt festgestellt, dass sie so doch freundschaftsmäßig ganz, ganz gut zusammenpassen. Das Problem ist aber, dass unsere Protagonistin Lola hier viel mehr für Oliver empfindet als nur Freundschaft, traut sich aber nicht, daraus mehr werden zu lassen, weil er sie damals in Las Vegas in dieser Nacht zurückgewiesen hat und ja, sie möchte sich nicht noch einen Kopf einfangen und nimmt deswegen das Ganze so hin und hat dann lieber eine Freundschaft mit ihm als gar nichts von ihm. Lola ist Graphic Novel Zeichnerin und ihr erstes Buch, was sie quasi veröffentlicht hat, hat eingeschlagen wie eine Bombe und soll jetzt sogar verfilmt werden, weswegen sie nicht mehr ganz so viel Zeit mit Oliver verbringen kann. Das passt Oliver irgendwie so gar nicht, denn auch er merkt inzwischen, dass die Gefühle für Lola doch anders sind als zu Beginn ihrer Freundschaft und ja, deswegen passt es ihm natürlich nicht, dass er keine dass sie keine Zeit mehr für ihn hat. Und so kommen die beiden sich dann doch Schritt für Schritt näher und was am Ende mit den beiden passiert und ob sie es schaffen, aus ihrer Freundschaft mehr werden zu lassen, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Lola eigentlich ganz gerne mochte in dieser Geschichte und auch Oliver war mir sehr sympathisch. Es ist aber bei mir der Funke zu den Charakteren definitiv nicht übergesprungen. Das heißt, ich konnte mich jetzt nicht so in die Geschichte fallen lassen. Hier waren noch so ein paar Sachen mit drin in der Geschichte, wo ich die Handlungsweisen der Protagonisten ziemlich fragwürdig fand, wo ich gedacht habe so, ihr reagiert jetzt so, hätte ich jetzt nicht, aber das ist halt auch immer Ansichtssache und ja, also mein persönliches Empfinden war, die Charaktere mochte ich ganz gern, aber ich konnte mich halt jetzt nicht so in ihnen identifizieren oder mich da drin wiederfinden, was ich halt ein bisschen schade fand. Ansonsten vom Schreibstil her haben wir hier wieder einen locker leichten, einfachen Schreibstil. Es ist halt so typischer New Adult Erotik Schreibstil, es ist halt sehr flach, also man kann da nicht viel erwarten bei so einem Schreibstil, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ich finde das für solche Geschichten ganz angenehm, aber es ist halt auch nichts Besonderes. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Amerika. Ich glaube, die Stadt war San Diego, also das spielt jetzt hier aber eigentlich auch nicht wirklich weiter eine Rolle, denn ein Teil der Geschichte spielt auch in L.A. und ja, also das Setting her ist so typisch amerikanisch. Von der Handlung her war die Geschichte auch ganz nett, also es waren jetzt hier keine Plot-Twists drin, die man nicht hätte kommen sehen, also es war halt alles klar strukturiert und man wusste, worauf das Ganze hinausläuft, man wusste bei den Szenen, in welche Richtung sie sich jeweils entwickeln würden. Dadurch waren leider nicht wirklich irgendwelche Überraschungen in diesem Buch drin, also wie gesagt, Handlung war sehr vorhersehbar. Dieses Buch war eine wirklich süße, nette Geschichte, so für zwischendurch, aber mehr leider auch nicht, also guter Durchschnitt würde ich mal sagen, aber ich habe jetzt keine Ambition, die anderen Teile dieser Reihe noch zu lesen und das werde ich auch nicht tun, was ich sehr, sehr schade finde. Aber na gut, so ist das halt und was will man da machen? Kann nicht immer alles hundertprozentig perfekt sein. Kommen wir zum zweiten Buch für dieses Video und zwar ist das dieses hier, Broken Hearts, Gefährliche Nähe von Sheena Showalter. Dieses Buch habe ich mir zum Geburtstag bekommen von der lieben Jenny. Habe ich mich riesig gefreut. Ich habe ja den zweiten Teil Anfang Dezember noch gelesen von Broken Hearts und der hat mir so ultra gut gefallen. Da ist ja bei mir so, oh mein Gott, war dieses Buch gut. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, den ersten Teil zu lesen. Was ein bisschen doof ist, weil ich den zweiten zuerst gelesen habe, ist, dass ich hier diese große Bombe, die hier am Ende platzt, schon kannte. Also ich wusste im Endeffekt, was das große Geheimnis hinter Chase ist und was da dahinter steckt, weil ich halt den zweiten Teil zuerst gelesen habe.
Fand ich es aber nicht so schlimm. Dadurch ging mir die Spannung hier ein bisschen verloren, aber war jetzt nicht weiter tragisch. Ich komme jetzt mal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Brooklyn und sie hat eine Hörbehinderung und fühlt sich dadurch immer ein bisschen als Außenseite und als Ausgestoßene. Kann sich dadurch nicht so richtig in die Gemeinschaft ihres Städtchens, wo sie wohnt, in Strawberry Valley integrieren, weil sie halt immer Angst hat, dass die Leute nur auf ihre Ohrimplantate starren, die sie halt benutzen muss. Und tut dann so ein bisschen eigenbrötlerisch vor sich hinleben. Sie hat zwei Jobs und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Auf jeden Fall hat sie noch eine ziemlich verantwortungslose Schwester, Jessie Kay, die eigentlich auch einen Job hat, um ihren Teil zum Überleben beizutragen. Den vernachlässigt sie aber sehr, sehr gerne und geht lieber Party feiern. Weswegen halt Brooklyn die ganze Verantwortung für die beiden trägt. Als eines Tages die Schwester von Brooklyn mal wieder nicht zur Arbeit auftaucht, hat sie die Schnauze voll. Sie fährt zu der Party, von der sie weiß, dass sie stattfindet und sucht ihre Schwester dort und überrascht sie dort mit einem Typen quasi im Bett. Und als sie diesen Typen sieht, ist sie erstmal hin und weg und denkt sich so, wow, 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 was für ein toller Typ, aber er ist sowieso tabu, er hat mit ihrer Schwester geschlafen. Chase spürt sofort, dass zwischen den beiden so eine ganz bestimmte Chemie ist und möchte Brooklyn auf jeden Fall besser kennenlernen und beschäftigt sich dann mit den Hintergründen von ihr und Jessie Kay und stellt dann halt ganz, ganz schnell fest, was sie für eine Persönlichkeit hat und was sie für ein schweres Schicksal zu tragen hat. Und ja, die beiden kommen sich dann natürlich im Laufe der Geschichte näher und Brooklyn hat eine Liste erstellt, irgendwann mal, die sie gerne abarbeiten möchte. So eine Spaßliste von all den Dingen, die sie im Leben so bisher verpasst hat und Jace möchte ihr jetzt dabei helfen. Dadurch, dass sie nun diese Spaßliste zusammen abarbeiten, kommen die beiden sich natürlich sehr, sehr schnell näher. Aber Jace schafft es irgendwie nicht, über den Schatten seiner Vergangenheit zu springen und eine Beziehung mit Brooklyn einzugehen. Was sie halt nicht so wirklich verstehen kann und versucht dann natürlich die Hintergründe des Ganzen zu erfahren. Und ja, es ist sehr interessant, was da alles passiert ist bei Jace. Und so viel zum Inhalt, man möchte ich gar nicht verraten. Also wie gesagt, Brooklyn versucht dann hinter das Geheimnis von Jace zu kommen, weswegen er dann so schlimme Bindungsängste hat. Bleibt vielleicht mal bei der Handlung. Ich muss sagen, dass mir die Handlung hier wieder sehr, sehr gut gefallen hat, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, dieses große Geheimnis schon kannte und wusste, worauf das Ganze am Ende hinausläuft. Das Einzige, was mich bei der Handlung so ein bisschen gestört hat, war, dass die Geschichte am Anfang sich sehr gezogen hat und dann, als die Bombe geplatzt ist, das Ganze sehr, sehr schnell abgehandelt wurde. Also es hat sich wirklich im Vorfeld alles sehr in die Länge gezogen und dann kam der große Knall, dann bam, 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 Ende. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht zum Ende hin und vorneweg vielleicht ein bisschen weniger. Also die Bombe hätte ruhig schon ein bisschen eher platzen können, sodass man sich zum Ende hin besser mit der Geschichte nochmal auseinandersetzen kann. Aber das war so das Einzige, was ich von der Handlung her da wirklich zu bemängeln habe. Ansonsten hat es mir mega gut gefallen. Mir haben die Plot-Twists gefallen in dieser Geschichte. Zu den Charakteren kann ich ja sagen, dass sie mir auch hier wieder im ersten Teil super sympathisch waren, genau wie im zweiten Teil. Ich konnte jetzt hier die Hintergründe vom zweiten Teil teilweise auch besser verstehen, weil ich jetzt Brooklyn, die im zweiten Teil für mich ein bisschen unsympathisch rübergekommen ist. Ich konnte die Beziehung jetzt zwischen ihr und der Protagonistin aus dem zweiten Teil, wie sie denn gleich noch, Hallo, viel, viel besser verstehen jetzt. Und ja, man sollte halt vielleicht doch immer die ersten Teile zuerst lesen, ne? Aber ja, ansonsten mochte ich die Charaktere wirklich sehr, 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 sehr gern. Ich finde Jace, Beck und West einfach... Das sind drei coole Kerle, die alle ein bisschen bindungsgestört sind und eine schlimme Vergangenheit haben. Aber ja, sie sind wirklich sehr, sehr liebenswert und sie helfen ihren Freunden, wo es nur geht, und stehen füreinander ein. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und auch Brooklyn und ihre Schwester Jessie Kay, die so wirklich ziemlich durchgeknallt ist, sind einem mit der Zeit wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen. Vom Setting her befinden wir uns hier, wie gesagt, in Strawberry Valley, was ein kleines verschlafenes Städtchen ist, unweit von Chicago. Und das ist halt so eine richtig kleine Gemeinde, die zusammenhält und wo man dann halt wirklich so Teil dieser Gemeinschaft auch wird, wo auch über einen getratscht wird, wo jeder jeden kennt. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool vom Setting her. So eine typisch amerikanische Kleinstadt. Hat mir richtig gut gefallen. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir der erste Teil auch wieder gut gefallen hat. Ich mochte den zweiten aber doch noch ein bisschen lieber, weil der zweite war einfach so... Hallos Geschichte ist einfach so, oh mein Gott, es war so gut. Aber der erste hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, der zweite war aber für mich definitiv noch um einiges besser. Wenn ihr Bock auf New Adult habt, dann schaut euch die Broken Hearts Reihe von Gina Showalter auf jeden Fall mal mit an. Ich mochte sie wirklich sehr, sehr gern. Und ich werde den dritten Teil, wenn der im März erscheint, definitiv mitlesen. Damit wären wir dann beim letzten Buch für dieses Video. Dieses Buch habe ich auch zum Geburtstag bekommen und ist eine Reihenfortsetzung. Und zwar der dritte Teil vom Flammenmädchen. Das ist die Entscheidung des Flammenmädchens. Ich kann hier zum Inhalt nicht wirklich was sagen, außer dass es immer noch um Ari geht, die als
Siegel der Djinn eine ganz bestimmte Rolle in der Welt einnimmt und dadurch in sehr große Gefahr schwebt. Und Ari wird immer noch beschützt von Jay, von dem Ari immer noch mehr möchte, als nur beschützt zu werden. Und auch ihr bester Freund Charlie spielt in diesem Buch wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und am Ende ändert sich die komplette Geschichte und alles steht auf dem Kopf. Und ich bin schon sehr gespannt jetzt auf den vierten Teil. Ich kann nur so im Großen und Ganzen sagen, dass ich die Welt, die Samantha Young hier erschaffen hat mit diesem Djinn, wirklich sehr, sehr cool finde. Es ist definitiv mal eine Abwechslung. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass man diese Geschichte hätte auf 3 Bände kürzen können. Aber na gut, so ist das halt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch auf den vierten und letzten Teil und bin dann gespannt, wie die ganze Geschichte um Jay, Ari und Charlie am Ende ausgeht. Wer Bock auf eine Urban-Fantasy-Geschichte hat mit Djinns und mit ganz viel Liebesschmalz und Intrigen und Verwirrungen, der sollte sich das Flammenmädchen von Samantha Young auf jeden Fall mal mit angucken. Ich mag diese Reihe eigentlich sehr, sehr gerne. Es ist jetzt keine Reihe, die mich extrem umgehauen hat und die mich extrem mitgerissen hat. Aber sie war so ganz nett immer zu lesen, so mit für zwischendurch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt mit Ari und Jay hier am Ende ausgeht und was mit Charlie noch alles passiert. Und wenn ihr Lust auf eine Jugend-Urban-Fantasy-Reihe habt, schaut euch das Flammenmädchen mal mit an. Denn wie gesagt, das mit den Djinn hier drin ist mal eine ganz nette Abwechslung. Das waren meine letzten 3 gelesenen Bücher. Wenn ihr eins von diesen Büchern schon gelesen habt, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.